Hi, wir sind Please Me aus Hamburg. Hallo, ich bin Malte, ich singe und spiele Gitarre. Hallo, ich bin Arne und spiele Gitarre. Hallo, ich bin Philipp und spiele Bass. Hallo, ich bin Frederik und spiele Schlagzeug. Und wir sind Please Me. Die Band Please Me gibt es jetzt seit 2002. Wir haben angefangen zusammen 99 mit Malte in 2002 und Frederik ist letzten September dazu gekommen, 2010. Von dem Beatles-Song Please Please Me haben wir halt den Namen genommen, weil wir wollten halt eine andere Musikrichtung einschlagen und da wir alles irgendwie Beatles-Fans sind, hat es ja ganz gut gepasst. Musikalisch ist es Indie, aber was uns sonst ausmacht, ist, glaube ich, dass wir doch recht eingängige Musik machen. Also es ist zwar irgendwie Pop, aber es klingt doch sehr eigenständig und nicht nach normaler Popmusik. Also wir versuchen schon regelmäßig zu proben. Das läuft jetzt meistens darauf hinaus, dass wir mindestens einmal, aber möglichst zweimal die Woche abends dann in den Proberaum fahren und ich habe angefangen mit klassischer Gitarre. Da war ich 7, im Alter von 12. Habe ich dann meine erste E-Gitarre bekommen mit einem Bekannten. Der hatte halt eine E-Gitarre, hat gespielt und ich war so, boah, das ist es auf jeden Fall. Da ging es richtig los quasi so mit Musik machen und Band und so. Ich glaube, ich habe Gitarre angefangen zu spielen, weil mein Bruder früher auch Gitarre gespielt hat. Ich habe einen älteren Bruder. Man will ja immer so sein wie der große Bruder. Ich hatte immer Unterricht für die Gitarre. Das fand ich dann irgendwann mit 13, 14 langweilig. Und dann habe ich mir von meinem Konfirmationsgeld meine erste E-Gitarre gekauft und seitdem alles selber gebracht. Wir probieren im Jahr mindestens 2 Touren zu spielen und relativ häufig im Umkreis in Hamburg zu spielen. Wir haben jetzt gerade eine Tour hinter uns durch Deutschland, Schweiz, Belgien, Frankreich. Also recht schon weitläufig. Als er den ersten Auftritt, den man gespielt hat, war man natürlich immer nervös. Jetzt machen wir das schon seit 11, 12 Jahren und da ist so eine Grundnervosität. Aber es ist nicht so, dass man irgendwie Angst hätte, sondern es ist eigentlich eher Vorfreude. Alle Bassisten fangen Gitarre an oder Konzertgitarre, was in der Richtung, und steigen dann irgendwann um. Entweder weil es in der Band keinen Bassisten gibt oder weil man merkt, man ist auf der Gitarre nicht ganz so begabt oder hat so dicke Finger oder so, was bei mir vielleicht mal eher mit der Fall war.
aktuelle Single, die wir draußen haben, ist 388 und handelt von der Buslinie in London. Ich war in London, habe eine Band besucht, die ich kenne, und war da emotional ein bisschen angeschlagen. Da hat mir dieser Aufenthalt in London sehr gut getan. Und abends in dem Wohnort, also in Shoreditch, wo ich gewohnt habe, sind wir mit dem Bus immer gefahren, um in die Stadt zu fahren. Ein Schlagzeuger ist meistens sehr laut, unruhig, alles das, was ich nicht bin. Schlagzeugspielen hat mich früher als Kind sehr fasziniert. Da habe ich mal ein Konzert von Sum 41 gesehen. Und da war der Schlagzeuger der Musiker, der mich am meisten beeindruckt hat. Und seitdem fasziniert mich dieses Instrument in einer Form. Die nächste Zeit werden wir damit verbringen, wieder an unseren Songs zu arbeiten, unser Programm zu erweitern, wieder ins Studio zu gehen, ein paar Songs aufzunehmen und es wird auch noch ein Video geben.